Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch mal die besten Tipps geben für das Halten und für die Pflege von Hortensien. Ihr könnt hier meine Hortensie sehen, die leider nicht geblüht hat dieses Jahr. Das liegt einfach daran, dass die Hortensie Frost bekommen hat und somit sich die Blüte, die sich gerade entwickelt hat, auch gleich durch den Frost wieder zerstört wurde. Man kann das eventuell etwas optimieren, indem man den richtigen Standort auswählt. Und so kommen wir jetzt auch schon gleich zum ersten Punkt, nämlich den Standort. Vielleicht achtet ihr ein bisschen darauf, dass ihr die Pflanze ein leicht wenig geschützt hinstellt, wo sie vielleicht nicht so dolle im Wind steht und vielleicht auch nicht so viel Frost abbekommt. Das kann zum Beispiel auch unter einem Baum sein oder in der Nähe von einer Hauswand. Da ist die Pflanze etwas geschützter und das Risiko, dass die Blüte, die sich entwickelt, durch Frost zerstört wird, wesentlich geringer. Ja, und es gibt auch noch weitere Sachen beim Standort zu beachten. Die Bauernhortensie zum Beispiel, die mag es recht halbschattig. Das heißt, ihr solltet darauf achten, dass ihr die Pflanze nicht in die pralle Sonne pflanzt. Am besten ist es, wenn sie die Sonne nur morgens abbekommt. Das mag die Pflanze am liebsten. Anders sieht es bei der Rispenhortensie ab. Die hat kein Problem damit, auch etwas mehr Sonne abzubekommen. Das heißt, da braucht ihr nicht ganz so darauf achten. Aber worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, die Hortensie wird in der Regel knapp 2 Meter hoch. Das heißt, achtet also darauf, dass ihr dementsprechend auch Platz habt für die Pflanze. Wenn ihr die jetzt zum Beispiel irgendwo unter einem Baum pflanzt, kann das manchmal schon eng werden, dass es einfach zu sehr da reinwächst. Oder die Pflanze wird nicht nur hoch, sondern geht auch in die Breite. Auch da solltet ihr ein bisschen darauf achten, dass einfach ausreichend Platz für die Pflanze da ist. Hortensien benötigen auch viel Wasser. Das heißt, gerade im Sommer, wo vielleicht auch die Hortensie dann schon in der Blüte steht und es relativ trocken ist oder längere Zeit trocken ist, solltet ihr die Hortensie zusätzlich noch gießen. Und zwar das auch recht kräftig. Nicht, dass die Blüten irgendwo vertrocknen oder den Kopf hängen lassen, dann ist es vielleicht schon zu spät. Das heißt, scheut euch nicht davor, die Pflanze auch ausreichend zu gießen. Ja, die meistgestellte Frage zu der Hortensie ist sicherlich die Farbe der Blüte. In der Regel sind die ja eigentlich eher rosa, die Blüten. Viele möchten aber auch ganz gerne eine blaue Blüte haben. Das kann man mit der Zugabe von Aluminium machen. Das heißt, wenn ihr eure Pflanze im Frühjahr ein-, zweimal ungefähr, so mache ich es immer, mit Aluminium düngt, dann bekommt ihr eine eher blaufarbene Blüte. Das liegt dann einfach auch daran, dass der pH-Wert relativ tief ist im Boden. Wenn ihr jetzt aber immer eine blaue Blüte habt und wollt eigentlich, dass sie ursprünglich wieder rosa wird, dann müsst ihr den pH-Wert etwas anheben, beziehungsweise dürft auch kein Aluminium als Dünger dazugeben. Ja, kommen wir zu dem nächsten Punkt, dem Rückschnitt der Hortensien. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, kann die Hortensie sehr hoch werden, also bis zu 2 Meter, wenn man sie lässt. Wenn man das nicht haben möchte, kommt man irgendwann nicht drum herum, sie einfach mal etwas radikaler zurückzuschneiden. Das geht dann in der Regel auf Kosten der Blüte. Man kann das ein wenig vermeiden, indem man sagt, man teilt den Rückschnitt über 2 Jahre auf und man fängt einfach so an, dass man halt nur jeden zweiten Triebling oder Ast nimmt und diesen erstmal radikal zurückschneidet und im nächsten Jahr dann den anderen nimmt. Die Äste oder Trieblinge, die man in diesem Jahr zurückschneidet, die werden in der Regel nicht blüten, aber die anderen, die unberührt bleiben, die geben dann trotzdem eine Blüte ab und ja, somit ist auch gewährleistet, dass ihr eigentlich dann auch über die beiden Jahre, wo ihr diesen radikalen Rückschnitt gemacht habt, immer auch eine Blüte an eurer Hortensie habt. Ja, der Rückschnitt von der Hortensie sollte im Allgemeinen im Frühjahr erfolgen und wenn man möchte, dass die Pflanze blüht, sollte man das auch vorsichtig machen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier an der Stelle mal. In der Regel nicht zu radikal zurückschneiden, sondern unter der Blüte, so dass die Pflanze auch wieder neu austreiben und sich eine neue Blüte bilden kann. Da solltet ihr darauf achten. Auch die Pflanze nicht zu spät oder zu früh zurückschneiden, so dass sie jetzt auch, wenn ihr das zum Beispiel im Winter macht, die zu früh zurückschneidet. Wenn dann nochmal richtig Frost kommt, könnte es also auch sein, dass die Pflanze durch den Frost an der frischen Schnittstelle einfach beschädigt wird. Kommen wir nun zu einem letzten Punkt. Ist die Hortensie auch winterhart? Das kann man ganz klar mit einem Ja beantworten. Wenn ihr die Hortensie nach draußen ins Beet pflanzt, ist sie in jedem Fall winterhart, egal welche Sorte ihr nehmt. Anders sieht es aus, wenn ihr die Pflanzen in einen Topf oder in einen Kübel reinpflanzt, dann ist es eher in der Regel so, dass die relativ schnell im Winter, gerade im kalten Winter, durchfrieren und die Pflanze durch Frost zerstört wird. Das heißt, im Blumenbeet gepflanzt, winterhart auf jeden Fall. Im Topf, da solltet ihr die Pflanze irgendwo reinholen oder ein bisschen auch vor den Wettereinflüssen einfach schützen. Ich mache es dann so, wenn ich die im
Topf gepflanzt habe, dass ich sie einfach irgendwo in die Garage tue oder vielleicht auch am Keller, wo sie Licht bekommt. Achtet dann aber auch darauf, dass die Pflanze nicht austrocknet. Ihr solltet auch immer mal einen Schluck Wasser dazu geben. Ja, das soll es auch mit dem Video zu den besten Tipps für die Hortense gewesen sein. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir einfach mit dem Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin!